Es geht immer weiter hier beim DHL Oktoberfest 7. Und zwar mit der nächsten Partie. Fidschi, der Olympiasieger, gegen Chile. Wir blicken nochmal kurz auf die Ergebnisse. Chile verlor das Auftaktspiel gegen Australien mit 10 zu 26. Fidschi gewann gegen Irland mit 33 zu 14. Jetzt also diese beiden gegeneinander. Adam Jones heißt der Referee. Und Max, über den Favoriten müssen wir, glaube ich, in dieser Partie nicht sprechen. Das der müssen wir nicht. Weiß. Der spielt in Weiß und wird wieder mit spektakulären Offloads und atemberaubenden Tackles überzeugen. Von den Fidschi ist keiner dabei, der 2016 Gold holte in Rio. Das hat auch damit zu tun, weil man diese Spieler natürlich direkt weggeholt hat. Heißt, in die großen Profiteams und die Jungs vergolden sich jetzt die Goldmedaille im Geldbeutel. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass da einige den Weg in das bezahlte Rugby außerhalb des Siebeners gefunden haben. Und damit beginnt die Partie. Fidschi in Weiß, Chile in Rot. Auf den Fidschi-Inseln leben insgesamt knapp 900.000 Menschen, 80.000 davon. Also fast jeder Zehnte ist im Rugby registriert. Das spricht schon für diese Sportart. Also es geht dort nichts drüber. Und gleich nach wenigen Sekunden klappt hier der erste Versuch für Fidschi. Ja, die Jungs lassen nichts anbrennen hier. Gleich volle Attacke, holen sich den Ankick und außen eben mit einer super Handabwehr und die Leichtfüßigkeit der Spieler. Und dazu noch die Geschwindigkeit ist sehr, sehr schwer zu stoppen. Sam Bell mit dem ersten Versuch. 5 Punkte. Und auch der passt 7 zu 0 für Fidschi. Flying Fidschians, auch genannt, die Männer in Weiß. Spielen so ein bisschen. Ah, das ist schon der nächste Versuch hier. Nur noch keine 2 Minuten gespielt. Die haben so ein bisschen Charakter einer Mannschaft wie Harlem Globetrotters im Basketball. Also die viel Show versprechen, viel Unterhaltung, aber das Ganze sportlich tatsächlich auch auf ein unglaubliches Niveau heben. Definitiv. Also es ist einfach unvorhersehbar, was die Jungs machen. Also die spielen, man kann keine Taktik rauslesen. Ich denke, man kann sich nicht perfekt auf Fidschi vorbereiten. Die spielen immer und von überall. Und ja, hier Verteidigungsfehler von Chile. Die laufen einfach durch. Aminoni Nasilasila mit dem zweiten Versuch und die machen sofort weiter. Also da fegt ein regelrechter Sturm über Chile hinweg. Das ist ja unglaublich, was Fidschi hier in diesen ersten Minuten aufs Feld bringt. Das ist an Ideenreichtum, an Tempo und an Intensität eigentlich kaum zu überbieten. Ja, und vor allem der Ballbesitz. Also es ist wirklich unfassbar. Den Ankick geholt und gleich Attacke gemacht. Nichts anbrennen lassen. Wir nehmen den Ball, wir marschieren vor. Oh, leichter Ballverlust hier von Chile. Und auch hier wunderbar gespielt im Fallen. Und das ist der nächste Versuch von Fidschi. Banuwe Tabakaukoko. Das ist der Mann, der schnellste Mann der Fidschi-Inseln. Rennt die 100 Meter in 10,2 Sekunden. Sogar schon Weltmeisterschaften in der Leichtathletik gelaufen, dann hat er sich nicht für Olympia qualifiziert im Sprint und ist dann zum Rugby übergewechselt.
Ja, das ist natürlich einsame Spitze, wenn man so einen in seinen Reihen hat, der dann aber auch noch das Ballgefühl hat und es schafft, so einen Rugbyball zu kontrollieren. Für 7er Rugby perfekt mit dem Raum, den wir haben. So, auch hier sofort den Antritt wieder selbst geholt. Ja, hier kann man schön sehen, die verschieben ihre Position. Jetzt kicken sie in die Mitte, vorhin kicken sie weit außen hin, aber haben immer den Spieler mit der Nummer 4. Langer Kerl, hoch kann er springen und fängt die Bälle mit gestreckten Armen. Jetzt mal Ballgewinn für Chile. Aber er hat nicht lang gedauert. Ja, das müsste ein Gedränge geben jetzt für Chile. Weil, Max, was hast du gesehen? Vorpass. Ah, nicht nach vorne gepasst, sondern hier Spieler mit der Nummer 4 wollte den Ball vom Boden aufheben. Dabei ist ihm der Ball nach vorne gefallen. Gedränge Chile. So, zum ersten Mal wirklicher Ballbesitz für Chile und das nach über 5 Minuten. Auch hier ganz kurz nur Berührungspunkt mit dem Ball und sofort wieder gespielt. Auch hier wieder Vorteil für Chile. Beim Tackle nach vorne gefallen der Ball. Vielleicht bleiben sie diesmal im Ballbesitz und kicken den Ball nicht weg. Auch zu sehen, die Raumaufteilung bei Chile schwierig. Der Mann, der den Ball hat, findet da nur ganz schwer eine Anspielstation. Jetzt ist man etwas besser sortiert, aber dann ist der Pass zu ungenau. So, Ball im Aus, von Chile hinausgeworfen, heißt Einwurf für die Fidschis. Ja, das Passspiel im vollen Lauf gilt nicht zu unterschätzen. Man muss den Ball nach hinten passen. Man muss natürlich seinen Oberkörper nach hinten drehen und man muss auch schauen, wo man hinwirft. Das Timing muss natürlich stimmen. Definitiv. Auch von dem, der mitläuft. So, und weil man hier in München ins Olympiastadion den neuen Rasen gelegt hat und man immer wieder sieht, dass auch der Ref hier wieder Markierungen setzt mit den Stollen. Nach diesem Wochenende hat sich der Rasen wieder erledigt, oder? Nach so einem Rugby-Turnier? Ja, wenn ich jetzt so von hier oben runter schaue, sieht der Rasen noch gut aus. Ich muss sagen, dass man einfach großflächig den Rasen nutzt beim Rugby. Deswegen gibt es nicht so extrem schlimme Stellen. Aber natürlich gibt es doch die ein oder andere Furche im Platz. Ja, das war jetzt ein High-Tackle. Der Spieler greift auf die Schulter von hinten, ist verboten. Foulspiel, Chilen kriegen den Ball. Hier zu sehen, der Griff an die Schulter. So, die letzten Sekunden der ersten Halbzeit laufen. Und das war bislang in diesem Turnier definitiv das einseitigste oder die einseitigste Halbzeit, die wir bislang gesehen haben, Max. Definitiv. Vor allem der Anfang von Fidschi war eine absolute Sensation. Die ersten 4-5 Minuten. Es gab keine Chance, an den Ball zu bekommen. Es war Ankick. Fidschi fängt ihn und greift an. So, jetzt nochmal Fidschi. Und die nehmen den auch noch mit. Und mit dem Versuch ist dann die erste Halbzeit beendet. Heißt 24-0. Nasila Sila mit dem zweiten Versuch in diesem Spiel. Seinem dritten insgesamt. Und wenn man jetzt die Erhöhung auch noch mitnimmt, dann geht man mit 26-0 in diese erste Halbzeit. Das ist natürlich eine Riesenführung. Wird schwer für
So, was kann man gegen diese Jungs da groß ausrichten? Hier ist der gültige Versuch der Erhöhung. Heißt, alle Punkte mitgenommen, 26-0. Unterstreicht für dich, Fidschi, ganz klar, dass sie hier der Top-Favorit im Turnier sind? Ja, sicher. Die haben einfach mit ihrer Spielweise und der Möglichkeit, wieder in Ballbesitz zu bekommen, Riesenvorteile. Gegen Fidschi gilt es einfach, dem Ballbesitz zu entziehen, die Ankicks gut mit Lifterpots zu stellen, um einfach höher am Ankick zu sein und den Ballbesitz zu behalten. Wie trainieren die das? Wie machen die das? Die Fidschianer. Ja. Also warum sind die dann so viel besser als jetzt Chile zum Beispiel? Es ist schwer zu sagen. Am Training, an Taktik, an Athletik, an den Spielern? Ich glaube, es liegt vor allem an ihrem Lifestyle, was sie gegeben bekommen, wie sie mit den Bällen umgehen und mit Sicherheit auch das Training. Diesen Flair, den sie spielen. Ich glaube aber nicht, dass der durch Training kommt. Das ist deren Lifestyle, den die aufs Rugbyfeld bringen. Ich glaube auch, also dass die Leidenschaft auch fürs Spiel, wenn man da rausgeht, dass man was Besonderes zeigen will. Dieses Ball in eine Hand, dafür braucht man auch erstmal diese riesen Hände. Und ich glaube auch als Trainer ist es schwer, in Fidschi eine Struktur zu finden oder eine Struktur beizubringen der Mannschaft, weil sie einfach angreifen und dann sehen auf diese Situation reagieren. Das heißt, auch als europäischer Trainer hätte man wahrscheinlich enorme Probleme, auf so eine Mannschaft zuzugreifen. Ja, ich glaube, es ist einfach eine Herausforderung. Aber sicherlich keine schlechte. Heißt im Endeffekt, die Jungs beherrschen ihr Handwerk sowieso und da muss man die einfach bei Laune halten und spielen lassen. Ja, man muss da reinarbeiten. Also man darf nicht versuchen, das umzustellen, ihre Art zu spielen. Und damit hinein in die zweite Halbzeit. Chile und sofort Ballbesitz Fidschi. 26-0. Der Stand nach den ersten 7 Minuten. Sofort wieder aufgekommen hier nach dem Tackle. Weitergespielt. Auch dieses Nachsetzen, immer sich gegenseitig zu unterstützen. Also es braucht keine Sekunde, wenn einer zu Boden geht oder der Ball frei liegt, dass einer von den Fidschi-Inseln mit da ist und aussucht. Die fluten jede Lücke. Wenn die sehen, einer geht in die Lücke, dann ist der nächste gleich dabei. Und am besten noch einer links, einer rechts. Und die wissen auch genau, der Ball kommt jetzt noch. Und er kommt auch, wenn der Kerl schon lange am Boden liegt, mit einer Hand hinterm Rücken. Und wir sehen hier, Nasilasila ist der Topscorer bislang. In diesem Turnier 29 Punkte hat er bislang erzielt, 3 Versuche gelegt. Gute Übergabe, aber dann so energisch nachgesetzt, auch hier wieder von Vukago. Ja, aber hier sind sie jetzt noch in der Vorwärtsbewegung. Haben vielleicht die Fidschis ein bisschen den Rückwärtsgang erwischt. Ja, da war es, da waren sie nicht schnell genug zurück. Sind im Abseits beim Verteidigen, jetzt können die Chilenen nochmal angreifen. So, allein hier 2-3 Mal hintereinander so getackelt zu werden, wieder aufzukommen. Im zweiten Spiel, also da fällt einer nach dem anderen, ja, aber sowas von zu Boden. Ja, es erfordert großen Kampfgeist. Fidschi trotz dieser hohen Führung tatsächlich unnachgiebig und gnadenlos in dieser Partie. Da wird 14 Minuten lang gefightet. Am Boden. So, hier kurz Pass angetäuscht, weitergelaufen. Und jetzt vielleicht mal Chile. Ja.
auch körperlich, auch am TV deutlich zu sehen, enormer körperlicher Unterschied zwischen den Spielern von Fidschi und Chile. Ja, man sieht es direkt. Ist natürlich auch, und wenn man im vollen Lauf ist, wenn man dann im vollen Lauf ist und da kommen zwei von denen auf einen zu, ist vielleicht nicht das Angenehmste. Ja, da reicht meistens schon einer. Den hätte er spielen sollen, den Ball. Ja, war aber fast der beste Angriff bislang von Chile in dieser Partie. Dass man mal über mehrere Stationen den Ball tatsächlich auf die Außenposition gebracht hat. Ja, und auch in die Seite, auf die Seite der Fidschis gekommen. Den Ball nach vorne getragen. Und dann haben sie jetzt aber wieder den Ballbesitz verloren. So, nächstes Gedränge steht an. Doch für Chile. So, wir sehen das hier mal ganz gut bei diesem Gedränge, dass die Köpfe alle nach unten gehen. Das heißt, die Schultern sind an Schulter und die Köpfe müssen aber unterhalb der Schultern sein. Genau, mit dem Kopf kann man dann aber natürlich auch wieder nach oben arbeiten. Man versucht auf den Solarplexus des Gegners zu kommen, um da auch ein bisschen Druck auszuüben. Aber es sind auch Situationen, bei denen der Schiedsrichter nicht wirklich unten reinschauen kann. Was spielt sich denn da so ab? Da spielt sich sicherlich gelegentlich die ein oder andere Kopfnuss ab. Aber jetzt tatsächlich Chile mit dem ersten Versuch. Den haben sie jetzt aber auch hart gekämpft. Haben sich verdient. Tolle Alba. Schöne Körpertäuschung hier. Lässt zwei aussteigen und dann der kluge Rückpass. Schöner Spielzug von Chile. Und auch die Erhöhung ist zwischen den Mahlstangen. Das heißt 7 Punkte für Chile. So, der geht nicht gesehen, weit genug. Genau, der geht nicht bis zur gestrichelten Linie, bis zu dieser, also muss über diese 10 Meter Marke und so wechselt der Ballbesitz. Wunderbare Übergabe, auch hier zwei Mann auf sich gezogen und dann wunderbarer Pass gespielt, Gasse frei gemacht. Nächster Versuch von Fidschi. Ja, auch hier war der Support wieder da, perfekt. Und durch ihre Körperlichkeit ziehen sie eben auch einfach zwei Verteidiger auf sich. Brauchen zwei Leute, um ihn zu stoppen. Das sind diese Offloads, für die Fidschi bekannt ist, diese äußerst spektakulär und gut zu spielen. Definitiv. Das Passspiel im Kontakt, im Fallen, hinterm Rücken, vom Boden aus. Das sind die Offloads. 33-7. Und die letzte Minute in diesem Spiel läuft. Und der Hinweis, das nächste Spiel ist kein geringeres als Deutschland gegen England. Der nächste Gradmesser nach der knappen Niederlage gegen Argentinien. England im ersten Spiel 26-14 Sieger gegen Uganda, haben sich da aber sehr schwer getan. Lange Zeit. Jetzt also Deutschlands nächster Gegner. Gleich im Anschluss an diese Partie Fidschi gegen Chile. So, und vielleicht hat Chile noch mal einen. Jetzt ist der Weg frei.
Oh, und der ist zu lang und ganz stark verteidigt von Fidschi. Aber hier sieht man schönes Verbot. Man darf den Ball nicht rausschlagen in einem Pass. Man muss versuchen, ihn rauszufangen. Wenn das nicht gegeben ist, dann gibt es auch hier einen Foul. Straftritt. In dem Fall hat es einen direkten Versuch verhindert. Gibt einen Strafversuch, den zeigt der Schiedsrichter direkt unter den Stangen an. Und auch die Erhöhung wird wegfallen gelassen. Das heißt, direkt 7 Punkte. Und eine 2-Minuten-Strafe mit einer gelben Karte. Die aber wohl nichts mehr zum Spiel beiträgt, denn das Spiel ist dann jetzt eigentlich beendet. Aber da begann das große Zittern. Hier vor dieser gelben Karte. Ja. Bei Chile nimmt er den Run oder ja, nicht? Ja, gut, er hat geguckt, kann er mit ihm spielen? Wahrscheinlich hätte er einfach den Pass spielen sollen früher, dann wäre es eh ein Versuch gewesen, aber in der Situation ist es ja gut ausgegangen für die Jungs.